Sehen Sie sich Joseph Stallion an. Ein junger Quarterback der Springfield Firebirds. Einst ein Mann, der den amerikanischen Traum lebte. Jetzt war ich vom Regime versklavt. Das war das Ende einer langen und anstrengenden Saison. Meine Mannschaft und ich standen dem FC Germanien im Mega Bowl gegenüber. Mein Spiel stand bereits fest. Keine Tore, sich umrennen lassen, damit das Regime gut dasteht. Entweder das oder als Sklave bis zum Umfallen Steine in den Kohlegruben von Hillsborough klopfen. Also spielten wir das Spiel mit. Aber das war kein Spiel, sondern ein Puppentheater. Und ich wollte keine Marionette mehr sein. Also warf ich diesen Ball wie einen Football. Nehmen Sie ihn fest! Werfen Sie ihn in die Kohlegrube! Das ist Maschinenkommandant Roderick Metze. Ich hatte Geschichten über ihn gehört, als er noch Zahnarzt war. Geschichten, bei denen sich einem der Magen umdreht. Halt! Vielleicht ist er dem Regime doch nützlich. In Stücken. Genug. Bringen Sie ihn zur Forschungseinrichtung Omega. Gute Nacht, Fußball-Heini. Als mich die Bewusstlosigkeit überkam, hörte ich die brodelnde Wut der Zuschauer. Aber ich konnte nur an Metzes Gesicht denken. Woher kannte ich das Gesicht? Hey du, bist du tot? Bin noch da, Kumpel. Noch da. Komm her, Kumpel. Warte, Revolverheld Joe? Mann, wie du den Football geworfen hast. Ich bin übrigens Eric. Hab vom Spiel gehört. Du hast Maschinenkommandant Metze ganz schön vorgeführt. Dafür wird er dich aufschneiden und... Maul halten! Komm her und zwing mich doch! Hör zu, Mann. In Amerika startet eine Revolution. Du musst zum Widerstand, Joe. Hilf mir hier auszubrechen, dann gehen wir zur obersten Etage des Oak Street Hotel. Dort ist der Widerstand. Dort kannst du dich verstecken. Was meinst du? Ah, jetzt rein! Vergiss nicht! Oak Street Hotel! Oak Street! Ja! Das ist eine Lektion, Fußballfritze. Muskeln sind dem Regime immer unterlegen. Widersetz dich uns und du endest wie dieser armselige Haufen da auf dem Boden. Erics Tod durfte nicht umsonst gewesen sein. Meine einzige Chance war, auszubrechen und zum Widerstand im Oak Street Hotel zu gelangen. Ich musste das Spiel ab jetzt viel härter spielen. Das war ein Ort des Schreckens. Ich wusste, ich musste schnell raus. Sonst würde ich enden wie der Rest. Hier spricht Maschinenkommandant Metze. Ich brauche einen Häftling aus Zellenblock 101. Nummer 398, Joseph Stallion. Bringen Sie ihn zu Labor AC in makellosem Zustand. Diese Regimeschweine. Dafür werden sie bezahlen.
Ergib dich! Du sitzt in der Halle! Runter mit den Waffen und ergib dich! Letzte Warnung, Abweichler! Du kannst nicht entkommen! Wir sind hier sicher und kontrollieren alle Schlösser! Du hast keine Chance! Abgeschlossen. Muss da irgendwie rein. Verdammt, Oskar! Wo bleibt die Verstärkung? Damit hast du nicht gerechnet, was? Bevor das Regime Amerika übernahm, hat mir Papa das Schießen auf einer Farm beigebracht. Er meinte, das könnte nützlich sein. Wie recht er hatte. Licht aus um 1800. Keine Ausnahme. Verstöße werden bestraft. Dieses Geräusch, was war das? Zelle entflohen. Er ist bewaffnet und gefährlich. Zielperson ist dunkelhäutig. Schnappen Sie ihn lebend, wenn möglich. Zu alt für den Scheiß. Das ist einfach nur erbärmlich, peinlich, sich von einem dummen Fußballspieler austricksen zu lassen. Dieser Mann hat Germania zum Gespött gemacht. Ich will Revolver Hedgehog kriechen vor mir in Ketten sehen. Sofort!
Sollte ich wirklich so enden? Sollte ich ausgeschlachtet werden, um eine Monstrosität zu erschaffen? Wegen eines Gefangenen? Glaube ich nicht. Wir reden hier von Revolverheld Joe.
Hast du nicht gehört, wie sehr er diesen Kerl hasst? Bei der Besprechung heute Morgen. Keinen Ausweg. Oder doch? Als ich diese metallenen Köter im Hangar sah, kam mir eine verrückte Idee. Zeit, mit einem dieser Hündchen Gassi zu gehen. Das Regime hatte Angst. Die Stadt war abgeriegelt und sie versuchten, einen Damm zu sichern, der kurz vorm Brechen war.
Ihr verdammten Regimewichser. Wie poetisch, diese Monstrosität gegen die Bastarde einzusetzen. Der Köter wuchs mir sogar fast ans Herz. Für einen Moment hatte ich mir gewünscht, er wäre echt. Aber ein feuerspeiender Hund in der Nachbarschaft wäre wohl doch nicht so gut gewesen. Dem Widerstand immer näher, einem sicheren Ort zum Ausruhen. Oh, Scheiße.
Joe, fast hätten Sie Ihren Arzttermin verpasst. Der Arzt ist jetzt bereit für Sie. Roderick Metze, Sie Hurensohn. Ihre amerikanischen Landsleute, wie konnten Sie nur? Ich sage Ihnen warum. Meine Vorfahren wurden während der amerikanischen Revolution gedemütigt. Ich bin die Frucht dieser Demütigung. Als das Regime kam, wusste ich, dass es Gerechtigkeit und Ordnung bringen würde. Sehen Sie sich an. Ein Sklave des Regimes. Die Ordnung und die Ehre meiner Vorfahren wurden wiederhergestellt. Wollen Sie noch was sagen? Sklave. Ja, woher kenne ich Ihre hässliche Regimevisage? Nein, wissen Sie was? Ich mache mir die Hände an diesem Dreck nicht schmutzig. Ich verschwende keinen Gedanken mehr an ihn. Erledigen Sie ihn. Plötzlich wusste ich es. Diese kalten Augen. Dieses fiese Grinsen. Metze war der Regimeanhänger, der vor Jahren meinen Vater umgebracht hatte. Ich wollte immer nur Ball spielen. Dort draußen war ich frei. Niemand konnte mir was tun. Nach dem Krieg bildete mein Vater mit Freunden eine Widerstandsgruppe. Sie kämpften hart, riskierten ihr Leben. Aber am Ende wurden sie, wie die meisten vom Widerstand, erwischt. Der Himmel war feuerrot, als Maschinenkommandant Metze Vater mitnahm. Dieselbe Farbe wie das Feuer, das in mir erlosch. Wenn mich jemand braucht, finden Sie mich in der Zentrale der Geheimpolizei. Jawohl, Herr Kommandant! Das Regime wollte meiner Geschichte ein Ende bereiten. Das hatten sie zumindest vor. Eine Sache war klar. Metze war ein toter Mann. Zur Hölle bin ich. Und da ist er, Revolverheld, Joe Stallion. Was zur Hölle geht hier vor? Willkommen auf dem Spielfeld, Revolverheld Joe Stallion. Ah, jetzt geht's rund. Lasst mal hören, Leute. Heilige. Erstes Viertel. Begrüßen wir mit einem Jubel unsere Jungs, unsere Elite! Das scheinen die Zuschauer gar nicht zu mögen. Jetzt kommt die Heimmannschaft! Der Ku Klux Klan! Zweites Viertel. Wie die Menge jubelt, die Zuschauer sind begeistert. Und sie sind im Spiel, Leute, die Maschinensoldaten. Drittes Viertel. Die Heimmannschaft hat gepunktet. Nächstes Mal nehme ich die Treppe.
Hast du's Metze schon gesagt? Mach ich, wenn ich ihn sehe. Thank you.
Eines wusste ich. Metze würde bittere Rache zu schmecken bekommen. Der Geschmack von Dreck durch einen Mann, der nicht in die Ecke hätte gedrängt werden sollen. Amerikanische Landsleute, hier spricht Maschinenkommandant Metze. Als Zahnarzt weiß ich, wie wichtig es ist, anderen zu helfen. Sie können beruhigt sein. Der berüchtigte Joseph Stallion alias Revolverhead Joe wurde wegen Hochverrats hingerichtet. Wie sind die los? Nieder mit diesen Terroristen und ihren Lügen über den Widerstand. Sie sind faule Zähne, die gezogen werden müssen. Sie wollen Unschuldige wie sie ermorden, um in Frieden zu leben. Vertrauen Sie mir. Ich bin Amerikaner wie Sie. Wir sind jetzt Teil Germaniens. Seien Sie Patrioten. Erfüllen Sie Ihre Bestimmung. Springfield war eine Geisterstadt, wie die Stille vor dem nahenden Sturm. Amerikanische Landsleute, hier spricht Maschinenkommandant Metze. Wie wichtig es ist, anderen zu helfen. Sie können beruhigt sein. Der berüchtigte Joseph Stallion alias wurde wegen Hochverrats hingerichtet. Sie sind tot. Nieder mit diesen Terroristen und ihren Lügen über den Widerstand. Sie sind faule Zähne, die gezogen werden müssen. Sie wollen Unschuldige, wie sie
Das klingt komisch. Sagen Sie den Überwachungskameras Hallo. Sie haben mich vor dem Generalstab blamiert, Joe. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie tot sind. Tot! Ein Sklave, der einen Maschinenkommandanten blamiert? Eine Blamage, Joe. Nichts hasse ich mehr, als mit heruntergelassenen Hosen erwischt zu werden.
Also habe ich einen alten Freund von Ihnen aufgesucht. In den Kohleminen von Hillsborough. Er wartet im Zimmer am Ende des Gangs auf Sie. Das ist mein Geschenk an Sie, Joe. Wir sehen uns, Revolverheld. Papa? Bist du das, Sohn? Ich kann nicht mehr. Es geht zu Ende mit mir. Verschwinde von hier. Vergiss es. Die Stallions sind keine Drückeberger. Verdammt, Sohn. Papa hatte ein Feuer in mir entfacht. Metze würde meiner Familie nichts antun. Ich hatte das Auge des Sturms durchquert und war neu geboren. Eine Bestie der Rache. Eine Maschine, um das Regime zu zerstören. Du bleibst hier, Papa. Und ruhst dich aus, ja? Mach ihnen die Hölle heiß, Sohn. Nach Springfield reiste ich durch den mittleren Westen. In mir brannte ein Feuer. Ich hatte nur ein Ziel. Roderick Metze zu vernichten. Ich war ein Jäger. Ein Raubtier, das einer Blutspur folgte. Und meine Beute führte mich zum Topeka-Raumfahrtzentrum in Kansas. Das Feuer loderte in mir auf. Und ich wusste, dass mir ein großer Kampf bevorstand. Metze hatte kalte Füße bekommen. Er hatte sich im Raumfahrtzentrum in Topeka verschanzt. Doch vor mir konnte er sich nicht länger verstecken. Du da! Eine... Uah!
Das Büro des Wichsers. Konnte ihn sogar riechen. Hat wie beim Zahnarzt gestunken. Werde nie wieder zum Zahnarzt gehen. Sehr geehrter Generalstab, eine brutale Machtdemonstration ist die einzige Möglichkeit, den wachsenden Widerstand im Mittleren Westen einzudämmen. Die Orbitalkanone, die um die Erde kreist, ist bald einsatzbereit. Ich schlage vor, dass ich von der Venus aus einen Angriff koordiniere, der alles in Region 2 und 3 des amerikanischen Gebiets verbrennt. Ja, diese Regionen würden dann viele Jahre lang unbewohnbar sein. Aber Sie stimmen mir sicherlich zu, dass es notwendig ist. Ich freue mich auf Ihre Entscheidung. Auf Wiedersehen. Metze war also auf die Venus geflogen, um Amerika zu zerstören. Aber ich würde nicht zulassen, dass das Spiel so endet. Ich musste einen Weg in die Raketenabschussstation finden. Vielleicht gab es irgendwo eine Öffnung. Thank you.
Ich musste ein Versteck finden und als blinder Passagier auf die Venus fliegen. Mit dem Flug ins Weltall hatte ich mein Todesurteil unterschrieben. Es war ein Himmelfahrtskommando. Das Ende für Revolverheld Joe. Aber ich musste weiter. Ich musste kämpfen. Für Papa. Für Amerika. Fühlte sich an, als wäre ich ewig im Container gewesen. Alles tat weh. Ich wusste nicht, wo oben und unten war, aber ich musste raus und verhindern, dass Metze die Orbitalkanone einsetzte. Thank you.
das... Ja, war wohl doch. Halt, halt! Halt mal der... Scheiße. Ich sagte, sie wären tot, Joe. Hartnäckig wie ihr wertloser Vater, der den Hillsborough-Minen als Sklave schuftet. Und wo hat ihn seine Hartnäckigkeit hingebracht? Unter die Erde. Prediger Joe und nachts ein großer Drache des Ku Klux Klans. Ich habe ihn einmal gefragt, Vater, woher weiß ich, dass Weiße besser sind als Farbige? Da antwortete er, nutz doch deine grauen Zellen, Sohn. Ich wurde geweiht, um mit Gott zu reden. Sehen Sie, Joe, Gott ist auf unserer Seite. Auf Ihrer auch. Aus dem Weg. In der Hitze der Venus schwitzte ich schlimmer als beim Training im August. Flüchtige Erinnerungen, nicht viel zum Festhalten. Nur der Wind des Hasses, der mich weitertrug.
Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, Joe. Du hättest ein gutes Leben haben können, wenn du dich auf dem Rasen benommen hättest. Sieh dich an. Wie ein nasser Lappen auf dem Boden. Bevor ich dein Hirn über diesen verteile, irgendwelche letzten Worte? Wieso hast du die Kanone nicht abgefeuert? Die Orbitalkanone? Oh, sie ist noch nicht einsatzbereit. Das sind deine letzten Worte, Sklave? Nein, aber das hier. Auf Wiedersehen, du Regime-Bastard. Ich hatte den Scheißkerl so erledigt, wie es mir mein Papa vor Jahren beigebracht hatte. Für ihn und die Brüder und Schwestern, die unter dem Regime leiden mussten. Metze war endlich tot. Und ich war ziemlich mitgenommen. Aber als ich dachte, das Spiel wäre vorbei, sah es ganz nach einer Verlängerung aus.